Hallihallo, Rogue Legacy 2, Folge 50. Ja, wir sind schon bei 50 jetzt. Vor kurzem erst. Also es kommt mir vor wie vor kurzem, aber es war eigentlich auch vor kurzem, weil jeden Tag kommt eine Folge. Vor kurzem kam die Folge 25. Und jetzt sind wir schon bei Folge 50 und wir hängen immer noch im blöden Sonnenturm. Oh, das wird nichts mehr mit diesem Sonnenturm, Mann. Mensch, Mensch, Mensch. Aber das soll mich nicht davon abbringen. Ich habe gute Laune, das ist Folge 50. Es ist doch was Schönes. Nochmal so viel und wir sind bei 100. Das kriege ich wahrscheinlich auch noch hin. Vielleicht bin ich bis dahin sogar immer noch im Sonnenturm, wer weiß. Aber das soll uns jetzt wirklich nicht davon abbringen. Wir haben ja eine geile Zeit, das Spiel macht ja Spaß. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Spaß hätten. Es ist ja nicht, dass ich mich hier durchquäle. Doch, eigentlich schon. Nein, nicht wirklich. War ein Witz. Nee, läuft ja eigentlich. Also fast perfekt. Laufen tut sowieso, sonst würden wir auf der Stelle stehen. Ja, die Sprüche werden nicht besser auf jeden Fall. In 50 Folgen nicht. Ist auf jeden Fall wieder ein bisschen ein Special Jubiläum. Vor allem ist es das erste Mal, dass ich von einem Spiel so viele Videos gemacht habe. Glaube ich. Ich glaube, bei den Elden Ring Guides sind es 30 Videos, also keine 50. Das heißt, ich habe noch von keinem Spiel so viele Videos gemacht, wie jetzt hier von Rogue Legacy 2. Das finde ich schon ein bisschen nice. Ich habe auch immer noch nicht genug davon, sonst wäre ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr dran, das Spiel zu spielen. Und ich habe ja auch schon mal erwähnt, vor ein paar Folgen, dass wir auf jeden Fall, wenn wir das Spiel durch haben, das New Game Plus auschecken werden. Und definitiv Challenge Runs auschecken werden, wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern das machen wir. Da habe ich auch Bock drauf. Vielleicht machen wir es dann auch so, habe ich glaube auch schon mal erwähnt, dass ihr die Challenges bestimmt, die wir dann machen oder die ich dann mache oder machen muss. Aber dann wird das Format auch ein bisschen geändert. Dann hätte ich gesagt, dann schnippel ich ein komplettes Challenge Run Video auf ein paar Minuten zusammen und mache nicht ein vierstündiges Video, weil die Challenge halt ewig dauert. Das wäre ja sonst tödlich, wäre das. Nicht nur für euch Zuschauer, sondern auch fürs Uploaden bei YouTube. Ja. Das will doch keiner sehen, Mann. Das will doch keiner sehen. Du kannst das doch eh nicht spielen. Ja, ich motiviere mich wieder selber. Nicht. Wo? Komm jetzt her, du Sack. Stirb jetzt, Mensch. So. So, Hex, Hex. Einmal gezaubert. Das können wir ja mit der Klasse zum Glück. Aua. Was ich mit der Klasse auch kann, ist sterben. Wird sich nachher zeigen. Ja, schöne Sache. Wir nehmen, glaube ich, wieder den Express. Ja, schön. So nicht, mein Freund. Och Mann, Leute. Schon wieder fast die Schnauze voll, ey. Och Mann, du. Ist es hier eigentlich jetzt echt eine Sackgasse? Wie nervig ist das denn bitte schon wieder? Ja, ja, dieses Spiel, dieser Sonnenturm, es gehört echt verboten. Ich hoffe mal ganz arg, dass es keinen Rogue Legacy 2 Spieler gibt, der meint, der Sonnenturm, ja, das ist meine Lieblingsregion. Niemand wird das jemals behaupten. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und wenn, dann muss der ein ziemlicher Masochist sein. Ja, klasse. Und ab in die Wolke. Komm, gib mir das Zeug wenigstens, bevor ich krepiere. Du glaubst es nicht, was hier wieder abgeht. Dann cheaten wir uns halt durchs halbe Level, mein Mensch. Nicht Man, sondern Mensch. Wir cheaten uns durchs halbe Level, Man. Schö. Ja, die Sprüche werden echt nicht besser. Vergebt mir. Bin ein bisschen gehypt, weil wir schon 50 Folgen aufgenommen haben davon. Zum Glück nicht am Stück, sonst wäre ich, glaube ich, durchgeknallt und nicht gehypt. Ich bin gleich tot auf jeden Fall. Das habe ich auch schon bemerkt. Schöne Sache. Es gibt ja auch wieder keine Heilung. Jetzt haben wir schon die Rune drin, dass wir von... helft mir. Von Mana-Tränken auch Leben zurückbekommen. Aber nicht mal das finden wir. Wir finden ja wieder nichts. Nichts. Keine Nahrung, keine Mana-Tränke, gar nichts. Ja, schön. Und das war's. Ja, nice. Komm, ja, ich will's nicht sehen. Weg mit dir. Kostet wieder nur Zeit. Was kannst du? Ja, schön. Das machen wir nicht. Ja, das machen wir. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Der wird eingepackt.
Jetzt entscheiden wir uns mal ganz flott um. Das wird hier kein Run im... Können wir bauen das noch aus, dann ist es gebaut, fertig. Wir machen keinen Sonnenturm-Run, sondern wir gehen mit dem Dulli jetzt und machen einen Farming-Run. In allen Gebieten alle Kisten absnacken, die rumstehen. Das machen wir jetzt. Beziehungsweise wir können, glaube ich, Einrichtung auch zerkloppen, oder? Ja, das geht, aber sonst geht nichts. Wenn wir irgendwie farmen können, dann so. Dann machen wir das jetzt auch. Auf den warte ich, glaube ich, schon seit 5 Videos. Oh Gott. Ja, schöne Sache. Läuft ja wieder gut hier. Ist halt, ist es auch ein bisschen... Oh Gott, Entschuldigung. Ja, das ist der timerige Timer, der Timigkeit. Das ist wieder gut, dass der jetzt reinklingelt hier. Sehr elegant auf jeden Fall. Ach so, das ist jetzt blöd. Ich kann mit dem ja auch keine Wände öffnen, sehe ich gerade. Schöne Sache. Naja, immerhin können wir hier aus der Einrichtung Profit schlagen. Aus den Ikea-Möbeln. Und aus solchen Kisten. Oh Gott. Da war ja was. Ach man, ich will jetzt hier aber auch wieder lebendig raus dann, gell? Oh, ich kotz gleich. Ich kotz gleich. Gott, ist das nervig. Kann halt echt nichts machen, ne? Oh, das gibt wenigstens Heilung jetzt. Das ist schön. Wait a minute. Doch, das geht doch. Mensch. War mir nicht schwach. So, Gold an Mann. Hier noch mehr Gold. Schön. Hey, stopp. Ich mache euch doch gar nichts. Wieso wollt ihr mich überhaupt tot sehen? Ich verstehe es nicht. Ich tue euch doch gar nichts tun. Mensch. Stopp. Ihr Säcke, ihr. So, da oben ist immer eine Kiste. Das ist gut. Autsch, das ist nicht so gut. So, komm, bauen wir ab hier. Ja. Als ich das erste Mal so ein Partyfist gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist doch nur zum Trollen, oder wie? Aber das ist halt echt praktisch, ne? Wenn man halt irgendwie hier... Ich habe jetzt einen 278%igen Goldbonus. Wenn ich dann so Sachen mache, wie hier die Kisten öffnen und wieder abhauen, kann ich da schon gut ein bisschen was zusammenkratzen. Und die Einrichtung kann ich halt auch demolieren für Gold. Immerhin. Ach, guck an. Yes, ist Gott. Ah ja, jetzt geht's. Oh, hoho. Ja, elegant. Ja, ich will wieder raus hier. Danke, danke. Bin wieder weg. Tschüss. Ah ja. Nice. So, sorry, bin wieder da. Ja. Wenn einem wieder ganz wichtige Fragen gestellt werden. Über WhatsApp. Aua. Fragen, die keine 10 Minuten warten könnten, bis meine Folge rum ist. Nö, die müssen jetzt genau in dem Moment beantwortet werden. Nur jetzt, nicht später, sofort. Ja, hier unten war nichts los, das ist ja auch wieder schön. Hier sind wir hergekommen. Hier rennen wir am besten wieder irgendwo rein, wo es weh tut. Wo muss ich denn hin? Ich bin komplett verstrahlt, ich muss darüber. Hier muss ich runter, Mensch. Lass mich mal durch hier, Digga. Dankeschön. Hot, aber flott. Nicht auf die Lampe. Lampe abbauen, Mensch. Ach, du Sack. Hüpf, hüpf, hurra. Tralala. Schöne Sache. Liegt da oben eigentlich auch... Ich weiß gar nicht, liegt da oben eigentlich was rum? Nee, gell? Nee, gibst du mir irgendwas? Ja, komm, länger immun werden ist ja nicht schlecht. Das nehmen wir mit, hätte ich gesagt. Schöne Sache, fortsetzen. Gehen wir Axis Mundi? Mal gehen wir hier noch Cookie Mundi machen. Ah ja, gut, zum Glück, zum Glück sind wir hier runter. Schöne Sache, nicht in die Luft sprengen, bitte. Ja, dann gehen wir jetzt noch Axis Mundi, hätte ich behauptet, ne?
Fragenstellerei um die falsche Uhrzeit, Mensch. Da ist ja alles gut. Ich reg mich ja gar nicht auf, nur ein bisschen. Oh, was war das denn, Mensch? Ah ja, jetzt geht's wieder nicht, oder was? Komisch. Sack du. Ja. Ach, guck an. Ja, ups. Doof gelaufen, ne? Der Boden ist Lava. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Yo, was war das für ein Killstreak? Also Killstreak nicht direkt, aber was habe ich denn da abgelassen? Kann ich Dorn kaputt hauen? Ach, das geht. Das ist schön. Gut zu wissen. Da unten ist eine Kiste drin, da muss ich rein. Hört mal auf mit der Klopferei hier. Ich muss durch, Leute. Ist das euer Ernst oder was? Hallo. Oh, ihr Nervensägen, ey. Ja, klasse. Naja, ich hab's immerhin durchgeschafft, ne? Zack, bumm, raus. Seit wann dodge ich eigentlich durch Gegner durch mit meinem Dash? Das ging doch am Anfang gar nicht, oder? Hä? Ich bin verwirrt, ich hab das doch gar nicht umgestellt. Ich dachte, es wäre immer so, oder bin ich doof? Oder hat das Spiel im letzten Update was umgestellt? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, Leute. Autsch. Oh, guck an. Oh, oh. Schöne Sache. Bin gerade wirklich ein bisschen verwirrt, deswegen. Na, ist ja auch egal. Gut zu wissen, dass das auf jeden Fall geht, Mensch. Ich habe immer probiert, den Gegnern nicht durch die Gegner zu dashen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das nicht ging. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht ging. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nichts umgestellt habe. Oh, au, 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 au. Falsch, falsch, falsch. Geil, geil, geil. Oder auch nicht. Nicht ganz geil. So. So, her damit. Jetzt aber durch da. Machen wir die Tür auf, bitte. Au. Auf. Oh Gott. Ach ja, flieg wieder ganz runter. Schön, schön gemacht. Oh nein, ich spring in den Blob rein. Schön. Elegant. Keine Ahnung, ob das gut war. Das war nicht so gut. Ach, come on, man. Jetzt hör auf, mir auf den Sack zu gehen hier. So, weiter geht's. Da oben war der Sonnenturm gerade, das heißt Axis Mundi ist gleich zu Ende hier. Beziehungsweise hier ist Halbzeit, der Pizzaladen halt. Gibt's hier Essen? Hier gibt's Essen, schöne Sache. Das Ding ist immer noch hier. Ja, da kann ich mich immer noch reinbescheißen. Also, rein beamen. Aber hier gab's halt auch wieder nichts. Toll. Ach ja, ist das schön, ist das. Dann gehen wir wieder, tschüss. Ja, in den Sonnenturm gehe ich sicher nicht als Pazifist. Nö, nö. Nö, 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 nö. Nö. Da ist eine Kiste. Ah ja, stimmt. Da muss ich da lang. Ja, schön, das gibt jetzt wieder was. Ich liebe es, wie ich es jedes Mal verkacke beim ersten Mal. Das allerbeste, was mir hier mal passiert ist, ich bin da perfekt reingerauscht in dieses Ding. Richtig perfekt reingerauscht. Und dann ist mein Charakter einfach durch den Boden ins Wasser geplumpst. Ach komm on, jetzt komme ich da nicht mehr hoch oder was? Nerv nicht. So, jetzt. Da ist mein Charakter da einfach ins Wasser geplumpst. Da dachte ich mir auch so, ja, was geht denn jetzt ab? So war das aber nicht geplant. Aber das hat das Spiel in dem Moment auch nicht gejuckt irgendwie. Kenne ich dich noch nicht? Dich kenne ich doch. Natürlich, ich kenne doch alle Bücher schon. Ich war doch hier schon überall. Oh Gott. Hör auf. Ich hau dich mit meinem Peace-Schild. Wo geht's denn hier hin? Wo ist denn hier die Ding? Die Kiste? Da oben. Gib mal her, das Ding. So nicht, mein Freund.
Hey, mach auf. Hallo? War das Ding jetzt auf hier? Mensch. Blöder Blobfisch, weg mit dir. Oh, auf. Lass mich durch. Hui. Und weg. Gibt's hier noch irgendwo was zu essen? Nicht schön. Eieiei. Das war dumm. Da oben könnte Futter drin sein, vielleicht. Wenn ich Glück habe. Ja, da ist ein bisschen was. Obwohl ich es ja eigentlich auch nicht so nötig hätte gerade. Ja, das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Gibt es hier irgendwas mit Gold? Nee, das bringt mir alles nichts. Muss ich es auch nicht mitnehmen. Es sei denn, wenn ich nachher noch die Waffe irgendwo wechsle. Die Frage ist, das liegt ja eigentlich nicht an dem Peace-Sign mit dem Dings, oder? Öffnet Trickwände. Ah, oh nein, das lese ich jetzt erst. Pazifist. Nee, das ist mein Merkmal, das kann ich nicht ändern. Aber das, der hat halt immer das Schild auch in der Hand. Das öffnet Trickwände, das blöde Schild, das lese ich jetzt erst. Das heißt, ich hätte diese Trickwand vorhin öffnen können in der Zitadelle, ne? Mensch. Da, wo ich gemeint habe, oh nee, das geht nicht, ich kann ja meine Fähigkeit nicht einsetzen. Ja, schön. Mit dem blöden Schild wäre es gegangen. Klasse Sache. Klasse Sache. Hihot. Das war falsch. Ah, das hat trotzdem funktioniert. So, rein da. Ups. Oh, den Gold nehme ich mit. Hallo. Und tschüss. Euch baue ich noch euer Bett ab. Das braucht ihr nicht mehr. Schöne Sache. Hot, aber flott. Was haben wir denn hier Schönes? Wieso sieht der eigentlich so... Achso, weil der vorne liegt. Deswegen. Ja gut, dann Kerguelen-Plateau, ne? Atage! Oh, das Fröschle. Oh, ich glaube, ich muss noch ganz kurz was trinken, Mensch. Ah, oh, schon besser. Uiuiui. Der Frosch im Halse immer, Menschenskinder. Hartnäckiger Sack. Da kann man hoch, ne? Da müssen wir, da muss ich, da muss ich mal hoch. Ja, da kann man raus. Ha! Oh, das hätte ich lesen sollen, nicht Depp. Tiefrote Angelegenheiten. 50% Schaden gegen Esto Arinama. Das lohnt sich jetzt natürlich noch. Aber wer es nicht weiß, jetzt wisst das. Als Dankeschön, bezahlt mich doch in Likes. Dankeschön. Bezahlt mich einfach mit Likes. Und Abos. Und Abos. Und, 100.000 Euro für Diablo Immortal. Was? Nein. Nee. Nee, das Thema haben wir mal abgehakt. Das hatte ich schon mal diskutiert, längere Zeit, auch in einem Farming-Video. Dass ich das nicht gut heiße, beziehungsweise nicht selber machen würde. Wenn es jemand machen will, soll er halt, aber ich würde es nicht machen. Aber das Thema reißen wir jetzt hier auch nicht an. Dieses Pay-to-Win-Thema ist vom Tisch. Vorerst, seitdem jemand will diskutieren. Aber es ist ja halt, ne, bei einer Diskussion kann ja auch jeder seine Meinung haben. Es ist ja ein freies Land hier. Das ist ja das Schöne. Wir haben hier... Das ist ein freies Land. Wir dürfen unsere eigene Meinung haben. Kommt drauf an, was für eine Meinung man vertritt. Alle Meinungen gehören meiner Meinung nach auch nicht auf den Tisch. Alles, was sich ein bisschen zu weit im braunen Sumpf anordnet, sollte nicht wirklich auf den Tisch. Ja, aber ist jetzt wir reden darüber jetzt nicht. Nicht, dass sich noch jemand auf den Schlips getreten fühlt von seinem Wehrmachtskittel oder so, ne? Ja, das war natürlich jetzt schon eine ziemlich heftige Aussage. Am besten wäre es vielleicht, wenn ich das rausschneide, aber das werde ich wahrscheinlich eh vergessen. Aber ich entschuldige mich auch nicht dafür. Ups. So. Nee, ist meine Meinung. Ich, bin ziemlich,
ziemlich Anarcho-Punk-Grindcore-mäßig angefressen. Ja, das ist eine Musikrichtung, die gibt es wirklich. Anarcho-Punk-Grindcore, könnt ihr gerne googeln. Mit so einer Einstellung kann man viele Dinge, die sich in einem anderen Spektrum als Richtung links orientieren, nicht ernst nehmen. Vor allem auch nicht Politik. Vor allem nicht so Politik, wie sie oft gemacht wird. Würde mich mal interessieren, was passiert, wenn ich da reingehe. Ich kann das Ding ja gar nicht schaffen, ne? Das wird ja gar nicht funktionieren. Ja, aber ich finde, heutzutage kann man Politik eh nicht mehr ernst nehmen. Ich glaube, Politik kommt man wahrscheinlich noch nie richtig ernst nehmen. Sonst würde man wahrscheinlich Politik ernst nehmen, wenn man sie jemals ernst nehmen hätte können. Ja, das klang wieder sehr logisch, ich weiß. Ich halte jetzt auch wieder den Schnabel, wir reden über was anderes. Zum Beispiel übers Wetter. Was ist denn bitte mit dem Wetter los? Nein, was ist denn bitte hier los? Yes, es Gott. Oh Gott, oh Gott. Lass mich raus. Tschüss. Ja, keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin, ohne Schaden zu erleiden. Man weiß es nicht. Niemand weiß es. Es wird für immer ein Geheimnis bleiben. So, weg hier. Oh Gott. Hör doch auf, mich zu nerven, du. Au. Och Mann, komm jetzt. Ja, ich klinge wieder verzweifelt, weil ich verzweifelt bin. Ich hätte hier gern noch ein bisschen mehr gefarmt gerade, aber das Spiel mag mich wohl wieder nicht so. Ja, das bringt mir auch nichts. Gucken, ob ich noch ein bisschen was abstauben kann, bevor ich krepiere. Viel Leben habe ich nicht mehr. Ich habe fast wieder vergessen, dass so eine Explosion rauskommt, Mensch. Ah, hier ist nichts, das ist auch schön. Ui, 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 das war richtig knapp jetzt. Das war richtig, richtig knapp. Der hing mir ja richtig am Arsch gerade. Hey, gib mir das Gold. Och nein. Oh. Wieso hat der mir jetzt gerade so viel Schaden gemacht? Weil ich auf ihn draufgefallen bin oder was? Ja gut, wir haben 18.600 Gold geholt, ne? Das ist nicht gerade wenig. Da ging was. Ja, der Astromant. Egal. Den nehmen wir. Jetzt machen wir hier noch. Zack. Zack. Ja, wir packen das alles da rein, so gut wie es geht. Dann bekommen wir da wenigstens mehr Gold raus. Weil wir haben ja fast immer jemanden, der so eine Spezialfähigkeit hat. Vielleicht gilt es jetzt sogar im Nachhinein schon für den hier. Das wird sich gleich zeigen. Wenn wir da drinne sind. Nee, sieht nicht so aus. Aber 15% haben wir trotzdem. Ach so, warte, dieses Vampirmerkmal gibt ja eh nichts, ne? Stimmt, da gibt ja gar nichts, das Merkmal. Schöne Sache. Ja, gut, ich hätte gesagt, das war's mit Folge 50. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Gelaber war nicht zu heavy, vor allem vorhin im Kerguelen-Plateau da mit dem Links- und Rechtsradikalismus-Gedönse. Ich will nicht drauf rumhacken, das Thema ist für mich jetzt schon wieder erledigt. Ich will da auch keinem ans Bein pinkeln. Ich bin hier zur Unterhaltung und nicht um irgendwelche Politikdebatten vom Zaun zu brechen. Nochmals danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch mal auf den Kanal um, wenn ihr Bock habt. Bis zum nächsten Video oder einem anderen Video. Da habe ich einen Knoten in der Zunge. Ich bin raus. Ciao, ciao.